und geh da mal rein. Vielleicht können wir ja echt mal irgendwie was tauschen oder so. Keine Ahnung. Oder da sind Raider drin. Gute. Supermutanten. Ich höre jemanden. Kampfpositionen. Raider. Wer ist da? Kommt denn der Hund wieder her? Wir sind über mir irgendwie. Hey, hey, hey Vicky. Hey, Vicky, hey. Hm, da ist nichts mehr. Hä? Das Jet wird dich nervös machen. Schätze, sie hatte recht. Jemand da? Rache ist, siehst du, Wurm. Das wird sicher lustig. Ach, du meine Fresse, sind das viele. Ah, ich hab nichts mehr dabei. Gut, das war mein einziger Cocktail. Ungute Geschichte, ungute Geschichte. So, okay, gut, das war schon mal ganz gut. So, ich speichere jetzt mal lieber schnell, wo ist der 5 da? Okay, ich weiß nicht, wo der Hund ist und wie viele Gegner das sind und sowas. Und die haben mich ja jetzt auch schon ein bisschen gesehen. Wahaha. Er findet seine Deckung anscheinend gut. Finde ich nice. Wo ist er jetzt hin? Er ist auf anderer Seite. Sag doch was. Treffen tut er mich nicht. Ich treffe ihn aber. Jetzt guckt er wieder links. Guck, guck. So. Warte mal, ich habe nur ein halbes Leben. Ich sollte mal was essen. Außerdem könnte ich mal eine Red Away machen hier. Und Wasser und Eichhörnchen. So. Es ist einfach weglaufen sein. Nee, es war eigentlich nicht mein Plan, einfach wegzulaufen. Okay, hier geht's. Hallo? Da. Ah, da. Gut, aber die geben 25 XP, das ist nice. Dann kann ich... Okay, der Raider-Abschaum steckt mehr ein. Oh, hi! Ach du Scheiße! Jetzt könnte es leicht kritisch werden. Ach du Scheiße! Oh, fuck. Das war knapp. Ach du Scheiße! Oh! Ich bin in der Falle. Ich will mich nicht wieder tot speichern. Ach, scheiße. Das war's doch, oder? Auf den Torso. Bitte Waffe, bitte Waffe. Gut, danke. Oh, das ist ein Kampfhund. Wo kommt der denn jetzt her? Wieso gibt's jetzt hier Hunde? Oh, noch einer. Alter! Ich bin voll in der Falle hier, habe ich das Gefühl. Sind die denn? Einer ist noch über mir? Einer ist unter mir? Oder zwei sind über mir, ich weiß nicht. Hä? Wir müssen jetzt erstmal die Gegend hier erkunden und uns absichern, dass wir hier nicht irgendwie von hinten eine über die Rübe kriegen. So. Du lebst noch. Natürlich lebe ich noch. Scheiße mitnehmen. Überhaupt hoch?
das ist schön. Du wirst aber den ganzen Tag gar nicht mehr erleben. Das ist natürlich ein bisschen doof für dich. Sorry. Oh, das sind mehr. Ist nicht mein erstes Feuergefecht, du Brenner. Lass los! Ah, ich muss nachladen. Sorry, Moment. Auch verschwindet wieder aus dem Blickfeld. Sehe halt nichts. Habe ich eigentlich einen kritischen? Nee, noch nicht, aber gleich, pass mal auf. Jetzt. So, ich nehme nochmal ein Stimpack, damit wir auch wirklich... Uah, hi Hundi. Jawohl, Level up! Du hast folgenden... was? Ich habe irgendwas Level erreicht. 25, 26. So, okay. Ich glaube, es gab 25 XP und ich habe Level 26 oder so. Oh, hi! Moment, warte mal, wenn ich ganz nah vor dir stehe und dir das alles in den Kopf jage, was sagst du dazu? Oh, das tut weh, ne? Laserwaffen tun weh, ne? Aber ihr macht ja den selben Scheiß immer mit mir, kleinen Pisser. Ich meine, Arschgeigen. Oh, ein Blutvertrag. Warte mal, was ist denn ein Blutvertrag? Das muss ich jetzt erstmal lesen. Mitten im Kampf, ich lese einfach. So, Inventar, diverses. Notiz ist unter N. Was war das? Was war das für ein Vertrag? Blutvertrag, richtig. Mit meinem Blut gelobe ich, mein Leben dem Richter und seinen Geschworenen anzuvertrauen bis zum Ende, auch unter Qualen der Folter und des Todes. Das ist schön. Aber hier muss noch irgendwo einer rumstreunern. Wo ist der denn? Irgendwo unten. Und dann können wir hier erstmal looten. Die haben alle so einen Blutvertrag dabei. Ich weiß nicht, was das genau bedeuten soll. Also der ist mit Blut geschrieben, deshalb ist er rot gewesen. Wo ist denn der Typi? Irgendwann wirst du nachladen müssen. Festgekettet. Hab sie verloren. Ich glaube, hier können wir ganz viel looten. Okay, da geht's gar nicht hoch. Hä, wie komme ich denn zu dem Typen, bitte? Solltest du auch haben. Auf jeden Fall nicht so. Vielleicht muss ich das von oben und dann komme ich dann von hinten irgendwie an die... Uah! Eine Radkaralage. Was macht das dann die hier? XP geben, wa? So. Noch eine. Ich mach das jetzt mal mit der Waffe. Müsste eigentlich reichen, ne? Jawohl, sehr gut. Und wir kriegen das Wetz ein bisschen aufgefüllt. Ist auch ganz gut. Könnte ich natürlich auch die andere Waffe nehmen, aber... Schnuppe. So. Warte mal, da das zugekettet ist und da das so eine Art großes Dings hier ist und wir jetzt... Wir laufen eh das Ganze nochmal ab wegen dem Looten und so. Aber, ja, ich will erstmal den Typen noch haben. Ich will nicht, dass er mich die ganze Zeit vollsabbelt, erstens. Und zweitens will ich nicht, dass er überlebt. Okay, das ist die Treppe hier. Das habe ich schon gecheckt. So. Wir können ja trotzdem schon mal so ein bisschen nachgucken hier. In den Blutvertrag mal mit, mal vielleicht kann man das ja verschiedenen Menschen geben oder sowas, weiß ich. Und geht's hier wieder runter und er ist jetzt aber gar nicht mehr, okay, ist nicht mehr da, irgendwie ist er weg. So, Stimpack. Okay. Schlaf mal eine Stunde, dann bin ich wieder ausgeruht, perfekt. Der eine Typ scheint ja nicht da zu sein. Und der Hund kann einiges tragen. Ich kann auch ein bisschen was tragen. Da muss ich jetzt nicht gleich immer, ne? Gleich wieder als dem Hund irgendwas geben. So, Meteor Barrett lass ich mal. Okay. So, was haben wir denn überhaupt hier Feines? Brettspiel kann man mal mitnehmen. Spüllappen lass ich mal. Alkohol habe ich mitgenommen. Ich mach mal Licht an, damit ich auch was sehe. Was ist denn das überhaupt für eine Schule hier gewesen? So, das kann ich gebrauchen. Was gibt es hier Feines? Nichts. Und da
hinten? Was haben die hier gebaut? Ah, so eine Schlafecke. Okay. Wie gesagt, ich nehme jetzt mal wieder nicht alles mit, sondern nur das Wichtigste, weil hier gibt es jetzt bestimmt echt viel zum Looten. Da kam ich. So, warte mal, dann habe ich jetzt das hier überquert. Gibt's. Ah! Hundefutter. Ja, Zigaretten lasse ich gerade mal. Das nehme ich aber mit und das nehme ich mit, weil das können wir zum Kochen benutzen. Den Alkohol benutze ich natürlich nur zum Kochen. Das ist so doof manchmal. Ah, kochen. Wer ist da? Niemand. Das wiegt ja auch so viel immer, ne? Deshalb. Nichts. Zumindest sieht es ver. Naja, der eine wird uns wahrscheinlich dann töten. So, aber das eine war richtig knapp, oder? Das wird das, der hatte uns fast. Das Jet wird dich nervös. Also. Alter. Ah, hier geht's runter. Ich glaube, hier kann man sonst nicht hin. Obwohl, hier ist. Ah, hier geht's raus. Will ich aber nicht. Nur ein Geräusch. Nur ein Geräusch. What the fuck? Schon gut. Eine Falle, die ich ausgelöst habe. So, ach so, ja, stimmt, wir können hier einen Skill uns noch aussuchen. Können wir gleich mal machen. Oh, ein ausgezeichnet. Du hast eine Ausgabe von unglaublich überwältigende Geschichten gefunden. Right away, halt 5% Strahlungsschaden. Geil. Sehr geil. So, hier ist noch ein Safe, den ich jetzt knacken werde. Wie eine Walnuss. Ohne Nussknacker. Okay, so. Das wär's. Hey, right away, geil. Ohne Kryogranate, Splittermine und Superkleber. Schön. Lass mich mal durch. Ach, das habe ich ausgelöst. So. Wo? Ah, ich versinke. Seefliegenfleisch können wir grillen. So. Was haben wir denn davon? Doch, ich will mal ganz kurz gucken, wo es dann rausgeht. Also, irgendwo müssen wir ja rauskommen. Also, nur mal, ob wir vielleicht irgendwie auf dem Dach oder so sind, weil wir sind relativ weit oben. Eigentlich dürfte ich nicht einfach ins Commonwealth kommen. Weil dann würde ich jetzt ein Tiu machen. Das wäre auch lustig, wenn du. Wenn es eine Tür irgendwo in dem Spiel gibt, wo du dann so oben in so einem Hochhaus bist, öffnest die Tür und denkst dir nichts Böses, dass du rausgehen kannst und gehst dann so in das, denkst, ne? Gehst auf so einen Balkon oder so oder aufs Dach und dann. Tiu, psch, tot. Und du hast nicht gespeichert. Oh. Okay. Gut gemacht, Hundi. Nein, nicht. So, den einen Typen holen wir uns noch, dann looten wir da drin und dann haben wir die Schule hoffentlich abgeschlossen. Und wir können endlich mit dem Gefühl eines guten Abschlusses nach Hause gehen. Ich check's aber ehrlich gesagt nicht, weil. Hier war ich ja jetzt. Weil wenn ich jetzt da runtergehe, müsste ich da eigentlich wieder im Haupteingang sein. Aber wo ist der Typ? Komme ich denn zu dem hin? Hier muss ich da auch irgendwo hinkommen. Oder irgendwie hinkommen. Vielleicht vom Keller aus, von unten irgendwie? Am Anfang, da gab es ja noch einen anderen Raum. Warte mal, so. Wir sind jetzt hier, das ist der erste Stock. Da muss ich nochmal kurz die looten, die habe ich noch nicht gelootet. Stimpaks haben die dabei. Sehr schön. Ah! Hm. Das wird sicher lustig. Au. Warte, ah, ne, ist nur einer. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich zu dir runterkomme. Muss ich springen? Okay, warte mal. Das wird jetzt ein geiler Auftritt. Ah ne, doch nicht so geil, wie ich dachte. Okay. So, lass dir die Sache mit der Schauspielerei nochmal durch den Kopf gehen. Ich helfe dir auch dabei. So, 25 XP. Oh! Aber nicht den Kopf verlieren! Scherz bald wieder heute. Hm? Mhm. So,
Die haben alle den Blutvertrag irgendwie abgeschlossen oder sowas in der Richtung. Und der Siedler hat seine letzte Aufführung gesehen. Den erschossen. Die haben die Leute davor gemacht und haben die erschossen, oder was? Das ist irgendwie nicht so die feine englische Art. Aber wir sind ja auch in Amerika. Wir kommen hier mal einfach mal das ganze Skelett mitnehmen. Schön. Oh, Voltec Lunchbox. Geil. Und Kaugummi. Nice. Oh, Alter. Voll mit dem Kopf in die Fresse. Provisorische Batterie. Halloween oder was war hier? Okay, da haben wir alles. Was ist das? Ja, nein, wir haben nicht alles. Ich dachte, weißt du, ich dachte, das wäre jetzt so ein richtig geiler Zettel irgendwie, der mir voll die geile Story erzählt. Einfach nur Deko. So, jetzt sind wir hier unten wieder. Da ging es rein, raus, beziehungsweise... Das sind irgendwie zwei in einer Leiche oder was? Keine Ahnung. Ich war hier noch gar nicht fertig, glaube ich. Nein, war ich noch nicht. Ach, naja. 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 Das war jetzt mehr schlecht als recht, aber naja. Ich sag mal nichts. Schrank. By the way. Noch ein Schrank, 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 Schrank. So. Ah ja. Mhm. Okay. Sehr schön. Toll. Oh, ne, ich dachte, das wäre ein Terminal. Den hatten wir auch die Fresse poliert. Der arme Hund. Tut mir leid, aber das ging jetzt leider nicht. Hier ist einfach nur eine Pfütze. Okay, warte mal. Ich glaube, wir haben es gleich. Wir haben es auf jeden Fall gleich. Süßkuchen muss ich mitnehmen. Ah, oh, ne, wo geht's denn hier lang? Wir haben es noch nicht gleich. Ah, oh, okay. Ah! Und ein Schädel. Da will ich nicht. Yikes! Oh! Was? Mann, ey. Habe ich gerade so überhaupt nicht mitgekriegt. Oh! Öffentliches Buch? Natürlich hätte ich auch hier nichts anderes erwartet. Brustkorb und einen Schädel nehmen wir mal mit. Noch einen Knochen. Oh! Noch eine Voltec Lunchbox. Geil. Kommt nochmal meiner Sammlung hinzu, die ich irgendwo habe. Ach, ich bin überladen. Noch ein überfälliges Buch. Knapp. Aufgepasst. Nicht weglaufen. Nicht. Ja, wen anders wollen. So. Oh, Alter, habe ich viele Blechdosen dabei. Kein Wunder, dass ich so überladen bin. Die hat aber auch viele fucking Fallen da. So, extra stark. Extra starkes Putzmittel. So. Da geht's nochmal runter. Und hier haben wir noch ein bisschen Munition. Ach ja. Ach ja. Ah ja, okay. So, von ganz oben kamen wir. Gucken wir, ob hier... Oh! Jetzt raus. Noch eine Lunchbox. Sehr gut. Ach, schau mal an. Und dann können wir doch mal jetzt hier gucken. Gibt es denn hier noch was? Ah, auch zugekettet. Da waren wir also noch nicht. Oh! Spielzeugrakete. Noch mal ein paar Knochen. Ist echt ein Knochenjob hier. Und eine Schreibmaschine. Wir sind doch jetzt hier unten, ne? Ja, wir sind unten. Schach spielen.
Ah ja, richtig. Das ist ein Hundenlappen, keine Mine. Schmalzlockenperücke. Oh, oh, ein Teekessel. Oh, geil, Teetasse. Und Smoke. Warum liegt denn Smoking? Das muss das Büro des Direktors sein. Mit der Schmalzlockenperücke. So. Ich wollte gerade sagen, ich hatte sogar noch einen Red Cream gelagert. Die habe ich gesucht. Nuka Cola. Auf dem Klo ist nichts. Orca-Spiegel mit Stimpacks. Nee. Fehlanzeige. So, hier liegt. Hier liegen nur Schrottordner. So, dann gehen wir nochmal. Da kann ich nicht lang, aber hier kann ich lang. Hier kann ich auch nicht lang. Ah, okay. Wir müssen nochmal kurz hoch oben im Boden waren doch. Oh. Moment. Uno momento, es kann sich... Was? Es kann sich nur noch um kleine Momente handeln, um Stunden. Au, voll gegen den Korb geknallt mit dem Fuß. Das tat weh. Schon wieder außer Atem, ey. Wir müssen uns oben durchs Loch fallen lassen. Da hinten in dem einen Klassenraum. Seife? So, Munition, Plasmamine und Speiseöl. Nehme ich alles mal mit. Wir speichern gerade mal. Hier könnte ja noch eine Mine liegen und ich sehe die gerade nicht. Da steht auch ein Typ hier oben. So, Brettspiel. Fusionszelle, Sicherung. Genau, das ist der Schrank, wo ich nicht durch konnte eben. Ein Brettspiel. Ich glaube, das ist immer radioaktiv oder so. Telefon. Eine Lunchbox. Natürlich, in der Schule gibt es viele Lunchboxen. Und Stifte. Und natürlich auch Schrotpatronen und Patronen. Ja. Natürlich, wo auch sonst. Wenn nicht in einer Schule. Gibt's auch ein paar Jets. Gut, das erwartet man in einer Schule. Da ist es nichts Interessantes. Oh, eine Sprengstoffkiste. Cool. Splittergranaten. Nehme ich auch alle mal mit. So. Oh, hier liegt noch einer rum. Von den Siedlern. Die haben hier anscheinend leben wollen oder sowas. Und die waren vielleicht auch die, die traden wollten. Ich weiß es nicht. Drohnen. Eine Zigarette. Kann ich auch mal mitnehmen. Kann ja nicht schaden. Doch, Rauchen ist tödlich. Siehst du? Er ist tot. Ne, ich rauche ja nicht. Aber ich glaube, Zigaretten hatten immer irgendwas. Ah, Buchrückgabeterminal. Nutzen, aktivieren. Was? Keine Ahnung. Überfällige Bücher zurückgeben. Ja, das können wir mal machen. Gibt hier 5 Marken dafür. Ja. 6 Bücher, 30 Marken. Was kann ich denn für... Wie viele Marken habe ich denn? Ich habe 40 Marken. Ich könnte mir einen Kickball kaufen, einen Teddybär, einen Kickball, einen Teddybär. Basketball und Vorkriegszuckerbomben. Will ich alles nicht. Ich warte darauf, dass es irgendwie... eine super geile Waffe oder sowas gibt. Ah, guck mal. Ah, ne, doch, das hatte ich. Dass es eine richtig geile Waffe gibt, die ich da irgendwie, dann benutzen kann. So, da waren wir jetzt aber, jetzt waren wir aber überall, ne? Außer hier raus, da sind wir nicht rausgegangen. Dann gehen wir da raus, weil wir sind ja da nicht reingegangen. Und dann würde ich sagen, beende ich die Aufnahme und die Folge damit auch. Ich weiß gar nicht, ist es dunkel draußen? Wahrscheinlich, ne? Und wir werden dann das nächste Mal, ne, dass wir so langsam nach Nordhagens Beach dann gehen. Das mit der Schule war jetzt ein kleiner Abstecher gewesen, der aber hoffentlich auch okay war. Und ich warte nun darauf, dass der Ladebildschirm vorbei ist und wir wahrscheinlich jetzt von Red Skorpion zerfleischt werden. Nach einem Ladebildschirm aber erst. Es ist dunkel. Oh, ich hasse Dunkelheit. In dem Spiel. Also nicht in dem Spiel, sondern in Spielen generell. So, wir speichern gerade nochmal. Ne? Und dann schauen wir dann das nächste Mal, dass wir vielleicht auch einfach zurückreisen, weil ich bin mega überladen und der Hund ist auch fast voll. Dass wir dann aber, ne, dann können wir zur Schule reisen und dann gehen wir so langsam Richtung Nordhagen Beach und gucken, was die überhaupt wollen. Ob die irgendwas hier in der Gegend wollen. Vielleicht wollen sie auch, dass die Schule gesäubert wird. Weiß was ich, und wir haben schon getan. Wäre auch geil. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns dann hoffentlich wieder in einer neuen Folge von Fallout 4. Macht's gut, Leute. Bis dahin. Tschüss.